Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dust in Elysian Tail. Da fängt es auch direkt schon an zu regnen. Super Wetter haben wir hier. Wir hatten beim letzten Mal, waren wir kurz vor dem ersten Bossfight und den werden wir uns jetzt mal gönnen. Da gibt es hier gleich erstmal ein kleines Stückchen Story-Dialog zu. Look! Please, help us! Und da sind sie auch schon. Große, schwere Monster. Look at the size of that thing. Ja, Fidget mag die bestimmt nicht. Der eine ist wirklich extrem groß. Der ist so ziemlich das größte Monster, was wir bisher hier in unserer kurzen Eskapade hier durch die Welt gelebt haben. Auf jeden Fall werden wir jetzt gucken, dass wir dem das Leben aushauchen, beziehungsweise der sieht so ein bisschen steinig aus, dass wir ihn in seine Einzelsteine zerbröseln. Schauen wir mal. Don't worry, I think I can handle it. Genau, keine Panik, wir schaffen das. Wir sind große Helden. Send these foul creatures from this existence. Jo, machen wir das mal, ne? Dann gucken wir mal, dann tun wir mal alles, was wir so gelernt haben. Oha, mal schnell ein bisschen füttern hier. Da war es schon wieder schlecht um unsere Health Points bestellt. Und ein Hoch auf den, Quick-Use-Button. Und schon ging das wieder. Der Kollege hält echt eine Menge aus. Aber jetzt haben wir ihn betäubt. Da haben wir pariert, haben ihn betäubt und das hat irgendwie nicht gereicht, um ihn in die Knie zu zwingen. Sah alles mal einfach aus. Aber das war okay. Haben wir schon mal besser geschafft, aber so war es wenigstens spannend. Also eigentlich habe ich das total extra gemacht, einfach nur damit spannend bleibt. No, wait! That's not all of them! Na super, da kommen noch mehr! Okay, kein Problem. Here comes some more! Ja, das hatten wir, glaube ich, gerade gesagt. Und noch zwei von den Kollegen. Pass mal auf, wir können mal so eine Runde Dust-Storm machen hier. Und hier uns einmal mit dem Dust-Storm durch die Kollegen durchwühlen. Aber irgendwie... irgendwie halten die Jungs hier echt eine Menge aus. Die sind ja nett, aber die sind gar nicht so klein und hoch. Ja, aber uns sind die nicht gewachsen. Und schon nochmal auch direkt den nächsten Level ab. Yippie. Is that it? Did we get all of them? Hoffentlich. Och, guck mal, armes Fidget, voll am Zittern. Yeah, I think that's it. Well done, Dust. You have proven yourself a worthy swordsmaster, and none too soon. Yippie! Wie der Macht von Grayskull. Ah, nee, das war ein anderes. I could probably take on another 4 or 5 of them. You know, if I had to. Na klar. Schaffst du. Oh, thank you so much. What happened here? I don't know. We were out here checking the fields when those giants attacked. We've been having a lot of problems with smaller beasts, but this is the first time a giant has ever come this close to the village. Tja, irgendwann wird denen auch mal langweilig. Then the first step of your journey is near its end, Dust. The village lies just ahead. Yippie! Da vorne liegt das Dorf. Alles klar, dann sind wir gleich. That's great. But what now? That has not yet been revealed to me. These people are safe, and that is what is important. Will you two be all right? Yes. I just need a moment to rest. I'm not sure how you did it, but you took down 3 giants single-handedly. Oh, einfach so, 3 Giganten, was sind schon 3 Giganten? Mein Gott, das ist unser Job. Not a problem. That's what we do. Bringing justice to the weak and defenseless. Genau, das ist es, was wir tun. Hey, who are you calling weak? Okay, dann sind wir, glaube ich, auch ganz kurz vor Aurora, dem kleinen Dörfchen, das so ein bisschen zum Zentrum der ganzen Story wird. Von da aus gehen die meisten los. Kapitel 1. Schicksal. Das Schicksal ruft uns. Und wir horchen auf und folgen ihm. Das Dorf Aurora. Ja, da sind wir im Dorf.
Und jetzt schauen wir mal, jetzt gibt es hier wieder jede Menge Leute, mit denen man reden kann. Hold it right there. Die reden zum Beispiel uns direkt an. Das erspart uns, die anzureden. Wunderbar. Are they gone? I don't hear anything. Ja. If you're referring to the giants, I took care of them. Ja, Hammer. Kehr drauf. Getaket. They're dead? Verjagt. Sagen wir es mal so. Yep. Thoroughly expired. They were no match for us. There's an older couple back there that could use some help, though. That must have been Oneida and her husband, Gian. Thank you. We'll send help right away. So you're saying you just happened to show up at the right time, huh? Jo, einfach so. Wir waren einfach da. Plopp. Und dann waren wir nicht mehr weg, weil wir waren ja da. I suppose. Jo. Interesting coincidence. Natürlich. If you're suggesting I had something to do with this attack... Whoa, take it easy. I have to apologize for my big friend Calum here. We're just a little overwhelmed is all. What's been happening here? I guess you missed the endless hordes of bloodthirsty monsters on your way in? They used to stay in the mountains, away from the village. Now they're attacking us on a daily basis. No one's been hurt yet. At least not until today. If giants are showing up near Oneida's farm, things are far worse than we thought. Speaking of which, where exactly do you come from? There's nothing west of here except crazy old Cora. Wir kommen von da hinten, von da drüben. Guckst du? Da kommen wir her. Prospectors! We are prospectors! Oder so. And we're out on an excavation! To find, ore deposits. In the mountains! You know, gold, silver, manganite? Prospectors, eh? You're certainly well armed for the job. Like you said, there are a lot of monsters out there. Well, we're indebted to you either way, so go on through. But I'm watching the two of you. Please, make yourselves at home. My name is Bean. There's not much here, but we do have a merchant if you need supplies. Thank you. We'll be on our way then. Okay, viel Text, wenig Action. Da kommt gleich noch ein bisschen mehr Text. Wir müssen uns jetzt nämlich die ganzen Quests noch abholen. Es gibt natürlich jede Menge Sidequests, die wir noch machen können und auch machen wollen. Die werden wir auch alle tun. Gibt halt nicht nur die Hauptstory. Fidgets, that was the best thing you could come up with. It was the first thing that popped into my head. It's not like you had anything better. Come on, let's get away from these guards. All right, Aura. Where to now? You're right where you need to be. The answers to your identity lie somewhere in this village. I know this place, and that's for certain. I'm sure I've been here before, but nobody seems to recognize me. And you, in turn, do not recognize them. Yet I feel there is something here that may yet trigger your memory's return. Maybe we should look around for a bit, then? If you really have been here before, maybe somebody will recognize you. That is a good idea, Fidget. Let us meet with the townspeople. I am certain that the next step of your journey will reveal itself in time. Very well. But something here is making me uneasy. Ja, hatte ich schon erwähnt, viel Text, wenig Action. Das ist, und jetzt am Anfang ist das relativ textlastig. Hinterher ergibt sich das ein bisschen, wenn man dann die ganzen Quests hat, wenn man die Story hat. Zwischendurch gibt es dann immer mal wieder neue Orte mit auch Leuten. Es gibt noch ein oder zwei andere Dörfchen, die wir sehen und finden werden. Da wird es nochmal ein paar Dialoge geben, um so ein bisschen die Sachen zu erklären oder uns weitere Nebenquests zu geben. Da war ich eigentlich gerade dran am Erzählen. Da würde ich jetzt ganz gerne mal eure Meinung zu wissen. Und zwar, sollen wir im weiteren Verlauf des Spiels, soll ich die Texte tatsächlich alle einfach schön stehen lassen und auch die Sprachausgabe, das Voice-Acting, soll ich das dann schön durchlaufen lassen, dass wir uns das alles auch schön in Ruhe anschauen können? Oder wollt ihr es lieber, dass wir einfach auf den ganzen Text einfach... wer da den lesen will, der kann kurz Pause drücken. Ansonsten skippen wir relativ schnell durch die Dialoge durch und werfen uns direkt wieder mutig in die Aktion, in die sogenannte Action.
Wie ist eure Meinung? Schreibt es unten in die Kommentare. Und das, was dann so die einhellige Meinung wird, da schauen wir dann, so machen wir dann weiter, ob wir dann vielleicht tatsächlich hier die Texte schon durchlaufen lassen. Ich lasse erstmal ein bisschen weiter durchlaufen lassen. Wir holen uns jetzt erstmal noch die ganzen Nebenquests, die es hier gibt, holen wir uns jetzt ab. Unter anderem gibt es gleich auch den nächsten Hinweis, wie es im Main Quest weitergeht. Und danach gibt es dann erstmal noch ein bisschen Action. Why, hello there. I'm always thrilled to see a new face, even when it's all covered up like yours. Indeed. Well, my name is Dust and this is Fidget. Hiya! Don't mind Mr. Grumpy. He's not big on the whole eye contact thing. Fidget and Dust, eh? Not from around here, are you? Well, neither was I originally. But this is a nice little place, if you're not in a hurry. Das hätte ich jetzt an seinem Dialekt gar nicht richtig mitgekriegt, dass er eigentlich überhaupt nicht von hier ist. Merkt man überhaupt nichts von. Ah, where are my manners? I'm Avgustin, local strongman. Say, you want to arm wrestle? Some other time perhaps. We're just passing through. Ah, oh, that's a shame. Thought you looked like the arm wrestling type. You know, I heard what you did back there for Oneida. Great stuff. Maybe we can help each other out? Maybe. I have an old friend, a blacksmith, lives way up at the top of Archer's Pass. I promised I'd deliver some materials to him way back when, but haven't been up that way in ages. Area's pretty dangerous these days, if you ask me. Maybe you could deliver them for me? Tell you what, if you help me out, I'll give you this blueprint. If you give it to him along with these spare materials, he'll set you on your way right quick. A blacksmith that can craft items from blueprints? I think I'll take you up on that, Avgustin. Wow, that's great! I knew I could count on you! When you see him, just tell him that old Avgustin says hello. Okay, da haben wir schon den ersten Sidequest hier aus dem Dörfchen. Da gibt es also einen Schmied zu finden. Da werden wir uns auch gleich auf die Suche begeben. Weil, wie er schon erwähnt hat, also wir kriegen diese Blueprints. Wir können mal ganz kurz ins Inventar gucken. Vielleicht haben wir irgendwo ein paar. Zum Beispiel hier für Rüstung. Wir haben hier zum Beispiel diese Blueprints. Das ist eine super tolle Rüstung. Die würde uns zum Beispiel plus 10 auf Verteidigung geben und plus 1 auf Glück. Also die grünen Zahlen sind immer die Resultate. Dann beziehungsweise unten in der Beschreibung steht es auch nochmal drin. Plus 10 auf Verteidigung, plus 1 Glück. Und die können wir jetzt natürlich nicht anziehen, weil die haben wir nicht. Das ist quasi ein Crafting-Rezept, sowas in der Art. Also ein Blueprint-Bauplan halt. Und der Schmied, den wir da später treffen werden, der kann uns aus diesen Bauplänen, aus diesen Blueprints zusammen mit den nötigen Materialien dann tatsächlich diese Gegenstände craften, sodass wir die danach benutzen können. Und so viel kann ich schon verraten. Es wird dann auch im weiteren Verlauf ein schönes Gerätchen geben, das wir finden können, sodass wir das auch von überall machen können. Also wir müssen nicht immer zu dem Schmied hin, um diese Sachen uns craften zu lassen. Wir kriegen später noch ein Gerätchen, wo wir dann, egal wo wir gerade sind, zu jedem beliebigen Zeitpunkt können wir das aufrufen, können damit Kontakt zu dem Schmied herstellen und der craftet uns dann diese Gegenstände. So, jetzt gucken wir mal, was hier mit ihm abgeht. Jess? Good morning. Ja, guten Tag und hallo. Is it though? Also hier bei mir ist es jetzt gerade eher später Abend, aber ansonsten alles schön und sonnig, ja? I guess. Naja, hat ein bisschen geregnet heute, aber das passt ja. Da im Spiel regnet es ja auch gerade. He guesses, wonderful. Well, perhaps you can guess that I really don't want to talk such drivel right now. Go, scurry off and leave me be. Ja, das passt ganz gut, weil eigentlich hätte ich jetzt auch viel mehr Bock hier so auf ein bisschen Action. Aber die kommt. Keine Sorge, wie gesagt, wir holen uns nur eben schnell die Quests und dann geht's wirklich erstmal grandios in die Aktion. Hello, I don't believe I've seen you before. Nee, noch nicht. We just came in from the west. Jo. Oh, so you're the one everyone is talking about. Everyone's talking? Of course! You're the one who saved Oneida! My name is Mosca, and I am at your service. If you need anything, just let me know. Say, are you staying long?
I don't know. Why do you ask? Well, if you ever find yourself heading east of the village, maybe you could let me know if the roads are safe? Oh, they're far from safe. The town guards mentioned that monsters have been attacking all sides of the village. Well, see, here's my problem. I've been meaning to visit someone in Denim. It's a small village on the edge of Abadi's forest. I imagine this someone is pretty important to you? Well, yeah. See, it's about a girl. Well, surely she's worth the danger. Oh, she is! She definitely is. Mosca, if my travels take me there, I'll let her know you're thinking about her. Oh, thank you so much! You're great! You're really, really great! So, damit haben wir schon wieder einen Sidequest eingesammelt. Wir gehen gleich mal, wenn wir die alle eingesammelt haben, gehen wir die Liste mal durch und gucken nochmal ganz kurz, was wir als Sidequest gekriegt haben. Der hat auch noch einen für uns. You! You're perfect! Thanks? Not you! Listen, do you hear it? I don't hear anything. Well, of course you don't. My box has been lost. Somebody must have stolen it. Probably his distaste for your nuttiness. I can hear its whispers coming from below. Down, deep down in the earth. If you're ever down there, please, you must find my box. Okay, Reed. If I find your box underground, I'll be sure to bring it back. Dass die ganzen Kollegen hier Sidequests für uns haben, erkennt man übrigens nicht nur, wenn man es halt weiß, weil man es irgendwie schon mal gespielt hat, sondern da muss man gerade gucken, ob es hier unten, da ging es nämlich noch weiter, sondern da gibt es auch ein kleines Indiz für, hier ist noch so eine Kiste, aber wir bleiben dabei, was ich ein bisschen vorher schon gesagt habe, wir sammeln die Schlüssel erstmal für die Kisten mit den Freunden, die möchte ich als allererstes erstmal retten. Unter anderem, weil es da die Health Points für den Bonus vergibt. Und hier geht's jetzt, das geht jetzt ein bisschen mit der Hauptstory weiter. Well, hello. You're a quiet one. Just manners. You'll have to excuse him. He's a bit worn out. See. Yes, I heard something about that. Ah, yes. Well, good. Honestly, it doesn't matter. They'll just keep coming back. I... And there's nothing we can do about it. Tja, der Kollege hat ein bisschen Probleme mit Frauen zu sprechen. Macht nix. Soll vorkommen, ne? Passiert schon mal. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, wie das mit den Sidequests, wenn man in der Nähe von denen steht. Gucken wir gerade, dass wir hier noch einen finden. Okay, nee, jetzt geht's nochmal ganz kurz ein bisschen mit Hauptstory-Dialog weiter. A bit of gratitude might have been nice. What kind of a bratty... Hey, ease off, Dust. She looked like she was pretty depressed. I don't know why I said that. I'm sorry, Fidget. I don't know what came over me just then. Come on, let's keep moving. Ja, was ich eigentlich gerade sagen wollte, wenn man so kurz vor denen steht, vielleicht finden wir jetzt auch nochmal endlich einen. Jetzt geht es wahrscheinlich direkt schon wieder mit einem weiter, wo es noch Hauptstory-mäßig... Auf jeden Fall, die haben so eine kleine Feder. Wenn euch das vielleicht am Anfang kurz aufgefallen ist, obwohl ich glaube, hier oben ist vielleicht noch... Ja, genau, da. Die haben so eine Sprechblase mit so einer kleinen grünen Feder drin. Und das ist das Indiz dafür, dass man sich hier an dieser Person, wenn man mit der jetzt redet, noch ein Sidequest abholen kann. Und das werden wir auch tun. Zum einen, weil uns das noch ein bisschen Action beschert, weil wir dafür noch andere Gegner besuchen müssen, um die zu erdingsen hier, erledigen. Und wenn man 20 Sidequests erledigt hat, gibt es da auch ein Achievement für. Und Achievements wollen wir natürlich alle haben. Außerdem steht da oben noch eine schicke Kiste. Oh, hi. You're new. Are you travelers? Maybe you can help me? I can't find my little brother, Corbin. He's not in the village? No, he's not here. I can't find him, and I've looked absolutely everywhere. Don't worry, I'll keep an eye out for him. What's your name? My name is Colleen. Oh, I wonder if he left the village. He could get hurt. Calm down, Colleen. I'll look for him. Where did you see him last? I think he was doing something for Mr. Gianni, but whenever I ask him about Corbin, he says he's too busy. I really don't like that guy. Gianni, huh?
Okay, wait here. If you find Corbin, please bring him home. I'm really getting worried about him. Okay, man sieht, wir haben nicht wirklich viel gekämpft, trotzdem gab es gerade einen Levelaufstieg, nämlich jedes Mal, wenn man sich Sidequests auch abholt, nicht nur wenn man sie erledigt, sondern sogar beim Abholen gibt es da ein paar Erfahrungspunkte für. Hier ist noch ein Shop, den brauchen wir später, den brauchen wir gerade nicht. Gianni war dieser furchtbar freundliche Kollege von gerade eben. Gehen wir den doch nochmal fragen, ob der ein wenig weiß, was mit dem Jungen los ist. Und die meisten werden es wahrscheinlich schon erraten haben. Natürlich weiß der was mit dem... Wo war der Kollege denn zu? Wo ist er denn? Nanü? Ah, da ist er. Der totale Freund hier. Freund der Menschheit. Gianni, I want to ask you about a boy named Corbin. Ja. Ah, have you seen him? Where has that foolish boy run off to? I was hoping you could tell me. He must still be wasting time in Ivydale Glen. I just knew I shouldn't have trusted that boy with cleaning my fabrics. Corbin is doing your laundry outside the village? I do not see why this is so difficult to comprehend. But then I suppose you don't have the capacity for rational thought. Oh, I'll find him. Then we're going to have a little chat. So, und ich glaube, dass es das auch war. Jetzt gleich gibt's, wenn man nicht noch irgendwo, wenn ich nicht gerade noch irgendeinen Sidequest vergessen habe, den wir jetzt noch gleich eingesteckt kriegen, dann geht's gleich noch einmal beim Bürgermeister weiter mit ein bisschen Chit-Chat für die Hauptstory und dann können wir endlich wieder in die Aktion tauchen und ein paar Monster schlachten, weil dafür sind wir ja eigentlich hier. Ne, wir wollen hier nicht dumm rumlabern, wir wollen Monsters hauen. Hier gibt es einen Safe Point, in den laufen wir mal eben ganz kurz rein, falls gleich irgendwas passiert. Da müssen wir mit den Leuten nicht normal reden. Und hier gibt es noch eine kleine Notiz, einen Ratschlag, die lesen wir uns doch auch einfach mal durch. Ein Ratschlag. Was ist das für ein Ding, eine Art Cave? Ah ja, genau, das ist der Hinweis, glaube ich, auf die Friends, die man da retten kann. Was auch immer es ist, macht einen schrecklichen Lärm. Ab und zu höre ich Wörter, die wie Fett und Rüben klingen. Was soll das eigentlich bedeuten? Ich werde es in den Höhlen unter Aurora verstecken, bis ich die Schlüssel gefunden habe, die ich brauche. Ich muss einfach nur merken, so weit nach rechts zu springen, wie ich kann. Das ist ein Hinweis, wo wir einen weiteren dieser Freunde finden. Und zu gegebener Stunde, wenn wir soweit sind, werden wir diesem Hinweis auch nachkommen, weil dafür müssen wir unter das Dörfchen und da kommen wir ja im Moment noch nicht hin. So, das ist der Bürgermeister von Aurora und der hat uns jetzt noch ein wenig zum Thema Main Quest zu sagen. Good day, I'm Mayor Bram. So, you're the hero I've been hearing about. It's nothing, really. We're just passing through. No need to be modest, my friend. We can't thank you enough for your help. Things have been rough in Aurora of late, so having a true hero in our midst is really boosting morale. So, what's your name, son? Dust. My name is Dust. And some of the villagers I've met, they don't seem quite as pleased as you. Ah, are you talking about the Watchmen? You must understand, hardly a day goes by without some monstrosity attacking our peaceful village. There was also this girl. Yes, that could only be Ginger. She can be a bit of a handful, but don't pass judgment on her like that. She looked pretty upset about something. Don't concern yourself. We have other matters to discuss. What help could I possibly provide? A few giants in a field seem like the least of your problems. Yet again with the modesty. You're no mere travelers, that much I've gathered. Mineral merchants don't wield blades as impressive as yours, Duck. I don't know. I'm searching for something myself. Then perhaps we can help each other. If you help our village, I promise I'll do whatever I can to help you. But I can be of no assistance while our village is constantly attacked by these creatures. Whoa, whoa, whoa. Hold on a second. You're saying those mindless thugs have a leader? Until recently, they would attack us in small groups. Nothing we couldn't handle. Now, they coordinate attacks on a much larger scale. What do they want?
Our land, I imagine. Just a casual observation, but they don't seem the farming type. Well, whatever it is, it's become a serious problem. If you truly are as capable as I hear... You want us to find their leader? It certainly would cripple their advance. You'd be doing the entire village a great service. Take me to their leader. How about it, Dust? Well, I... You feel a conflict of emotions. This is good. I will abide by your decision, Master. I trust you to take the right path. Helping this village is the right thing to do. But it's more than that. It's almost like I know these people. I think that strange feeling you've got is a little foreign concept called compassion. I'm proud of you, Dust. Of course, if you said no, I'd need to bite your face off. Charming as always, Fidget. I think you've made a wise decision. All right, Mayor Bram, you've convinced us. We'll do what we can to help stop these attacks. That's my boy. The Watchman reported increased monster activity to the east of our village, so I imagine that's where you should go. But do be careful. Strong as you may be, I've seen many fine warriors lose their lives to these monstrosities. I understand, Mayor. I'll be careful, and I'll be back. I'll be back. Das war eigentlich der Wahlspruch von irgendwem anders. Naja, na gut. Da gibt's noch einen Sidequest. Ich würde sagen, wir hatten genug Text für einen Tag. Den holen wir uns später ab. Da, so. Jetzt sind wir auf der Karte. Und das sind jetzt die ganzen schönen, wunderbaren Orte, wo wir hingehen können. Das ist die Lichtung. Da haben wir ganz am Anfang angefangen. Das ist Aurora. Da waren wir gerade eben. Und jetzt gibt's unter anderem durch die Sidequests freigeschaltet. Deswegen mussten wir uns die gerade holen. Da mussten wir durch. Sonst hätten wir diese ganzen Orte jetzt nicht freigeschaltet. Da gibt es zum Beispiel die Weihestätte. Gut, die ist jetzt nicht durch die Sidequests freigeschaltet. Da finden wir die Freunde, die wir befreit haben. Da gehen wir später nochmal hin und gehen die mal besuchen und gucken mal, wie es denen so geht. Das ist der Schützenpass. Da gibt es was zu finden. Hier gibt es noch Abenteuer und der Wald von Abadis. Da geht es jetzt weiter. Da steckt das Fähnchen. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal zum Schützenpass. Das ist eine der Locations von einem der Sidequests, weil da ist der Schmied. Und hier gibt's jetzt auch direkt ein bisschen Action. Hier gibt's jetzt kräftig auf die Nüsse. Hier kommen wir noch nicht durch. Da gibt's dann wohl später irgendwas für, was wir noch finden müssen. So läuft das halt in guten Rollenspielen. Something flapping. What? That isn't you? Hey, I don't make that much noise. Wait, you're right. Look out! We've got company! Yay! Company! Action! Draufhauen! Na, das wurde auch mal Zeit. Wo ich gerade hier Rollenspiel erwähnt habe, man hat es vielleicht schon gemerkt, das Ganze ist nicht nur einfach so ein Plattform, Hack and Slay, hau drauf, Action, Dingsbums, sondern es hat auch jede Menge Komponenten und Eigenschaften, die man so normalerweise im klassischen Rollenspiel findet. Das mit den Charaktersteigerungen zum Beispiel und halt auch so ein bisschen die Story-Elemente. Also es ist eher so ein kleiner Mischmasch. Also es ist schon hauptsächlich der Plattformer, der Action-Plattformer hier, das Jump'n'Run. Aber halt auch so ein klein bisschen mit Rollenspiel-Elementen. Und ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Spiel so sehr mag. Weil ich halt leidenschaftlicher Rollenspieler bin, unzählige Stunden DSA und D&D und Shadowrun gespielt, etc. pp. Also richtig hier so die Pen-and-Paper-Version. Und dann kommt mir das natürlich nur gelegen, wenn zu diesen Plattformern hier, diesen Hit- und Hau-drauf-Action-Teilen, die ich auch sehr, sehr gerne spiele, wenn das dann auch so ein bisschen Rollenspiel-Elemente hat, finde ich natürlich total großartig. Genau, wir haben gesehen, da gab es gerade jede Menge Action. Da gibt es jetzt ganz viel zum Draufhauen. Und jetzt ist eigentlich auch schon wieder Zeit, hier mal ein kleines Päuschen zu machen. In der nächsten Folge, das verspreche ich euch, da gibt es Action. Da hauen wir die Monster kaputt. In der Zwischenzeit schreibt es in die Kommentare, wie ihr das mit den Dialogen haltet. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Würde mich freuen, euch da wieder begrüßen zu dürfen mit mehr Action und ganz vielen Monstern und einem Schmied. Jawohl, genau. Bis
dann. Ciao. Tja, und da ist sie auch schon wieder vorbei, die Folge. Diesmal gab es ein klein wenig mehr Text, ein bisschen Story-Dialoge und etwas weniger Action. Das ändert sich jetzt aber alles. Wir sind jetzt wieder in der freien Welt. Beim nächsten Mal werden wir wirklich mal wieder ein paar Monstern auf die 12 klopfen und gucken, dass wir da ein wenig weiter die Landschaft erkunden. Außerdem werden wir den Schwertmeister, hätte ich beinahe gesagt, wir werden den Schmied finden. Fängt ja fast ähnlich an. Den Schmied werden wir finden. Viele Monster werden wir auf die Nuss klopfen. Mit wieder grandioser Action bei Dust in Elysian Tale in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, tschüss. Und bis dem Dingsbums hier in der nächsten Folge oder so. Ne? Bis denn. Ciao.